Hallo und willkommen zurück zu The Forest von unserer letzten Folge, wo wir hier fleißig am Welcome back. Mauer verstärken, Haus neu, also unsere Villa bauen und weiß ich nicht. Unkraut jäten, die ganzen Büsche weghauen hier. Boah, das fühlt sich so gut an, wenn man dieses ganze Kleinding weghauen kann. Man sammelt die ganzen Stöckchen ein für die Spikes. Oh. Hier müssen wir anfangen. Das fühlt sich gut an. Ich hoffe, dass die Spikes da ein bisschen was bringen, irgendwie, dass die nicht mehr rankommen. Das wäre voll praktisch. Ja. Ansonsten. Die müssen ja nicht immer einen Schaden machen. Oder wir bauen die großen Spikes. Achso, ja, das ging auch noch. Wenigstens dort, ne? Vielleicht machen die mittlerweile Schaden, die großen Spikes. Eventuell, ja. Gar nicht so abwegig, ne? Weil die haben ja eigentlich viele Patches rausgebracht und so. Ja. Oh nein. Ich höre einen Mutanten. Aber ich habe irgendwie gerade sehr schlechte Ausdauer und Leben und Rüstung und Hunger und Durst und... Na gut, du sprichst. Ja, ich habe auch ein bisschen Hunger, Durst und so weiter, aber... Naja, man muss ja einen Molotow-Cocktail setzen. Wir müssen, glaube ich, irgendwann mal demnächst mal beide entscheiden, wie weit wir von unserem Dorf aus schon mal wirklich die ganzen Baumstümpfe eigentlich entfernen können, weil die werden doch nie wieder nachwachsen oder wir wollen gar nicht, dass die in der Nähe von unserem Ding nachwachsen eigentlich. Richtig, also guck mal, das Ding kann man schon mal bekommen. Das auf alle Fälle, ja. Weg. 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 Der Scheißtrick hier. Weg. Da ist es an. Vielleicht doch die Axt in die Hand. Also. Oder die Motorsäge. Nee, die nehme ich lieber für die Bäume. Ja, Glück sagt eigentlich auch, die ganzen Baumstümpfe in der Nähe von Fallen könnte man eigentlich auch. Eigentlich, ja, doch. Guck an diese Mini-Bäume hier. Gib mir Sticks. Warum rennt da einer? Oh, 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 da sind zwei fette... Drei Mutanten! Oh, oh, da ist ja noch einer! Du musst... Drei Mutanten, du musst weg von der Mauer. Ah, komm her. Ich komm von allen Seiten irgendwie. Ah, oh, ah, Gottes Willen! Lol. Wie viele sind denn da gerade? Komm, wir müssen runter am Strand. Ja. Ich habe keine Ausdauer, das ist mein größtes Problem gerade. Es kommt erschwerend hinzu, ja. Gut, dass du sagst. Oh, das ist ein Reh. Alter, das sind drei verschiedene Mutanten jetzt, die gleichzeitig hierher kommen. Also der eine folgt uns safe, der andere auch. Oder fett ist, ja. Weiß ich nicht. Oh, da oben, der rennt noch rum wie so ein... Ja, ich hoffe, dass er runterkommt. Irgendwie rennt er im Kreis, ich weiß nicht warum. Oh lol, da brennt hier ein... Mach... Kann man Bäume anzünden, weil so ein Busch ist gerade abgefackelt. Achtung, wow, hinter dir! Vielleicht auf einen konzentrieren erstmal. Welchen nehmen wir? Also ich hab diesen fetten. Was, der fette? Ja, weil der läuft immer so komisch rum. Komm, akzeptier halt endlich. Obwohl, ich werf einfach mal ganz wild meine ganzen Dynamit-Dinger und so. Boah, Alter, das ist gerade holy moly, Alter. Oh. Wow! Demolition Man, ich weiß nicht, was ich getan habe. Wow, shit. Das Problem ist, ich habe gar nicht so viel Ausdauer, um die ganze Zeit wegzulaufen. Oh nein! Oh no. Hä, wieso bin ich umgekippt, bevor er bei mir war? War das wegen dem Beben oder was? Hä, was macht denn der?
Wow! Wow! Ey, sag mal. Das ist so eine. Okay, das ist schon mal kaputt. Na gut, ist aber das auch los. Gut. Also Rüstung ist schon gar nicht mehr da. Hey, es hat aufgehört zu brennen. Hey! Ah. Der ist weg. Der kommt, reiß dich an, der greift dich an! Nein, Spahn. Das wäre jetzt Kreis gewesen. So, gleich mal wieder anziehen. Ja, weg von der Mauer jetzt, weil. Hier bin ich. Hier bin ich. Und für dich habe ich auch noch ein Geschenk. Ja. Fup. Es wird schon wieder dunkel und wir kämpfen hier wieder. Wow! Haben wir jetzt blöd gesagt den ganzen Tag gekämpft wieder? Nee, wir haben ja. Wir haben ja irgendwo mitten im Tag angefangen. Ich muss sagen, diese ganzen Sprengstoffdinge, die sind sehr ineffizient. Ja, ich das trifft damit irgendwie nicht. Und man weiß eigentlich, wie groß jetzt wirklich der Explosionsgrad ist und so ist. Ich finde, das ist so doof mit dem Werfen irgendwie. Ja. Komm schon, Türbändle. Nein, 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 nein. Nein. Jawohl. Ah, ich hab ihn erwischt. Sehr schön. Alle Pfeile, alle Lachen. Gut, cool, ich habe jetzt Hunger. Ah, ne, jetzt war ein Pfeil. Wo ist denn der andere? Ah, da. Muss aber sagen, das ist jetzt vielleicht gar nicht mehr so schlecht, weil. Alter, ja, weißt du, wie viel. Das war jetzt wirklich gut. Weißt du, wie viel Mutantenrüstung wir gerade bekommen? Holy moly. So, jetzt noch die Schildkröte killen, damit wir gleich mal Abendessen haben. Alter, die war schon. Voll nice. Ich habe jetzt 5 Mutantenrüstungen an. Holy shit. Ach, ja, der Kopf ist ja despawned, ne? Okay, die wir da mal hatten. Was? Weil die Köpfe kann man abschlagen von den Mutanten. Ach so, ja, stimmt, ja. Weil ich brauche unbedingt was zu essen, ganz schnell, wenn ich kann. Ne? Ja, wir schlafen doch zuerst, oder? Panik! Nee, ja. Das überlebe ich, glaube ich. Obwohl. Nee, sicher. Ach, wir können nicht schlafen. Null. Ja, alles klar. Ja, gut. Da müssen wir vielleicht auch was so, reintun. Ich habe jetzt erstmal mein kleinen Ding rein. Hier. Es sind doch fix, die Bänke. Ja, die haben mir so gefallen. Ja, ich musste gucken wegen Weg, ob das hier passt. Weißt du, hier. Ach so. Aber sieht ganz gut aus. Ist nicht im Weg, glaube ich. Sieht ganz gemütlich aus, oder? Ich finde, sieht voll geil aus. Mit dem Weg dann hier hoch. Weil das hat mich schon die ganze Zeit gestört, dass es da keinen Weg gibt. Eigentlich. Ja, stimmt eigentlich. Ja, ist echt. Also, gut gemacht. Und das ist so unser kleiner, gemütlicher Abend. Weißt du, so, wo wir essen abends und freien und hinsetzen und Gitarre spielen im Lagerfeuer. Weißt du? Ja, ja, ja. Also ein Ding ist noch drin, das müsste auch bald fertig sein. Schnauze. Schnauze, habe ich gesagt. Nee, so möchte ich. Weißt du, und zusammen die Sternlein zählt und guck mal, da ist der große Wagen und so, weißt du, so ist es. Ah ja, ah ja, okay, okay. So, erstmal wieder ein bisschen hier Energie auffüllen. Und wieso habe ich eigentlich Leben verloren? Kann man uns da zu zweit hinsetzen? Nö. Doch. Doch, Gott sei Dank. Hi. 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 Hi, 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 tat, hi. Wir haben aber nur einen. Bisschen Angst habe ich da immer beim Aufstehen, dass der da gleich ins Lagerfeuer springt. Ja, aber man kann schlafen. Ah, perfekt. So, ist noch speichern. Und Sleeping Time. Ja gut, ne? So, dann machen wir draußen erstmal die Spikes weiter, weil das ist das Wichtigste, haben wir gesagt, ne? Ja. Und das haben wir ja relativ schnell jetzt zusammen. Wenn wir zu zweit von den ganzen Steinen, die spawnen, Gott sei Dank, ganz so die nach. Das ist auch fertig.
Oh, ist so richtig ungewohnt, wenn die ganzen scheiß Büsche weg sind. Ach. Oh, ich habe irgendwie Fetthunger. Fuck. Also beim Haus selber sind eigentlich alle Spikes fertig, ne? Also dort noch in die rechte Ecke und dann... Ja, genau. Drei Steine fehlen noch. Ja, ich habe sicher mal ein bisschen breiter gebaut. Ist voll okay. Voll okay. Nein! Ach, da sind drei. Yay. Ja, da sind gerade wieder drei gespawnt. Oh ne, da ist noch ganz viele. Ja, ich kann es nicht tragen. Ja, die spawnen wirklich vor deiner Nase, ne? Ja. Ist eigentlich voll geil. Ah, Vogel, danke. Dich werde ich gleich mal brauchen. Und dich auch. Das war jetzt aber wichtig. Sorry, dass es vielleicht jetzt nicht gerade das Spannendste war, aber das war ultra wichtig. Ja, das wäre jetzt nervig, wenn auf dem ganzen ins Haus weg wäre. So, jetzt eigentlich nur noch gerade links, oder? Perfekt. Jawohl. Nice. Und dann könnte man davor auch noch Fallen bauen, so ist ja nicht, ne? Ja, genau, also Fallen gehen immer. Aber ich plan die jetzt mal nicht, weil ich mag da jetzt nicht noch mehr wie... Ja, ey, hast du eigentlich auch ein bisschen Hunger? Ja, voll. Ich habe extrem Hunger. Und dann hau ich... Oder drei Viertel drauf. Oh nee, Alter, leck mich doch. Kümmere dich um den eigenen Rotz. Alter, wir kriegen wieder Besuch. Na Mann. Aber volle Kanone. Mit Mutant! Nein! Wow! Alter, sind das viele! Leck mich am Arsch! Mach zu! Wow! Holy Schlagerfeuer ist was. Die kam von rechts und von links. Ich glaube, das waren zumindest 10 oder 15. Was? Mit Mutant. Noch nee. Wollen wir irgendwie gleich. Holy shit. Hast du mir was reingeschmissen? Kann ich das essen? Ja. Alter, ich mach mal auf den Turm und gucken, ob man da was sieht, weil. Ach, das ist so ein Fetter mit Stampf. Oh Gott, der ist Wellen. Zwei Mutanten. Bist du schon. Wo bist denn du? Da. Oben auf dem Turm. Zwei Mutanten? Ich weiß nicht, soll ich die anzünden oder glaubst du, die werden dann richtig aktiv? Ich weiß nicht, wenn er jetzt den Ding angreift, der noch läuft er nur dagegen. Der eine läuft in unseren Fallen da. Was? Oh! Der eine macht die Mauer kaputt. Nein! Schnell. Reparier. Oh. Andere Seite! Hier greift er auch an! Nein! Komm raus da! Die Motorsäge macht viel zu wenig Damage. Ja, da brauchst du nicht. Alter, wie. Ich war mir irgendwie so sicher, dass nichts kaputt geht. Komm raus. Oh, der Turm. Nein! Nee, komm, Mann. Ah, was? Dieser Sack! Okay, die anderen Mutanten, die waren ja ganz gut eigentlich, ne? Aber der andere, der da so rumspinnt.
Boah, Alter, ich hab gespeichert, theoretisch. Ja, komm, komm. Bitte, neu laden. Darauf habe ich gar keinen Bock gerade. Ja, nee. Das ist gerade übel. Das sind auch so viele kleine. Wow. Nee, also nochmal die Mauer und den Turm bauen. Nee, nee. Von, ich will es auch gleich. Hauptmenü. So. Oh nein. Was war? Aber was sollen wir denn dagegen machen? Boah, Alter, war das gerade heftig. Ja, das ist, wir müssen das Zeug verstärken, volle Rotze, Alter. Ja, aber gegen den Typen bringt da überhaupt eine Falle was? Oder diese. Da. Vielleicht doch diese großen Spikes irgendwie? Ja, ja. Wir müssen außenrum große Spikes, heftig, alles, was geht. Boah, Alter, jetzt war mir die ganze Zeit so sicher. Ach, die Spikes brauchen wir ja vielleicht gar nicht. Und da läuft ein Mutant dagegen. Ich glaube, wir dürfen da, wenn die Mutanten kommen, die müssen wir kaputt machen. Wir müssen die sofort weglocken und kämpfen. Wir dürfen da nicht drinbleiben. Und vor allem irgendwie so auf dem Turm ist es. Ja, nicht schlecht, mal einen kurzen Überblick, wie viel es sind. Aber dann sofort raus, weil wenn wir auf dem Turm sind, ich glaube, die greifen und wollen uns angreifen und das ist halt direkt im Weg. Ja. Gut, schlafen. Und da müssen wir die Spikes jetzt nochmal da bauen. Eieieiei. Holy moly. Warte, ich speichere gleich mal hier von der Früh. Okay, dann muss ich aber auch. Das ist jetzt aber interessant, ob jetzt im gleichen Intervall wieder die gleichen Gegner kommen oder ob das eher so ist. Okay, dann kümmerst du dich darum und ich kümmere mich schon mal, dass diese Stelle dort hinten, weil da greifen wir relativ oft an, schon mal holy-mäßig abgesichert wird, ey. Ja. Okay, weil. Alter, das war gerade übelst. Also wir haben ja eigentlich gesagt, wir akzeptieren das ja theoretisch, wenn da was kaputt. So, ja, aber das war heftig, also das nicht, nee. Also wenn der da durch den Wand, aber gerade bei dem Turm und. Also groß, also bei kleinen ja, aber bei Mutanten, wenn die einmal durchs ganze Lager rennen und das ganze Lager ist weg, da habe ich gar keinen Bock drauf, ehrlich. Nee, das wäre jetzt demotivierend gewesen. Nee. Ich hoffe, ihr verzeiht uns das. Da, ich glaube, ihr hättet da auch keine Lust gehabt, das alles nochmal zuzuschauen, wie man den tut. Ja. Nee, das wäre echt lame gewesen, glaube ich. Nee, aber blöd gesagt, in der Hinsicht bringt uns die Mauer auch wieder nichts, aber wir können uns nicht dahinter verstecken. Also wir müssen eigentlich dann immer wieder rauslaufen. Kämpfen. Es gibt ja dieses Katapult, die Frage ist. Ja, meinst du das? Ja, aber irgendwie. Wie du kannst mit dem Ding sau schlecht zielen, dann sollst du ein bewegliches Ziel treffen, oder was? Ja, so. Das ist halt irgendwie. Wenn sie das irgendwie so vor der Mauer stehen, irgendwie. Oh. Ach, da brauchen wir jetzt wieder Baumstämme für diese fetten Dinger, oder? Ja. Oh. Gott. Da ist halt jetzt echt die Frage, ob wir das Katapult mal ausprobieren sollten, ne? Aber irgendeinen Sinn muss das hier haben, oder? Das scheiß Katapult. Naja, vielleicht dachte man, hey, cool, wir sollten ein Katapult reinbauen und dann am Ende... scheiße, da guckt er durch, das muss weg. Voll aufpassen, dass der das Ding da nicht durchguckt. Das ist ja voll blöd eigentlich. Na. Da muss schon. Ach, ich bekomme schon wieder so viel Hunger. Guckst du wieder da durch? Ich weiß es nicht. Ich glaube schon. Ich was zum ersten Mal beim Unterricht. Aber dass man halt nur 5 Steine tragen kann, das ist halt irgendwie realistisch, aber irgendwie auch nervig. Das ist ja gut, das ist schon realistisch.
Alter. Ich brauche einen Wagen. So ein Dingwagen halt. Dingwagen. Ja, so ein Holz. In Transport. Alter, aber man merkt schon, dass es echt so langsam ziehen sie wieder nach. Also, es war ja so eine Zeit lang so, wow, heftig, Alter, krass, so viele. Ja. Und dann war wieder so eine Flaute, ich glaube, wo du dich wieder sammeln kannst, wieder bauen kannst. Und jetzt kommt wieder die nächste richtige. Ich sterbe. Hm? Hey, ich hab's überlebt. Was? Ich bin wieder in die Luft geflogen. Nichts. Doch. Dein Ernst. Doch, ich hab halbes Leben. Der Bug, den gibt's immer noch. Ich fand's gerade sehr lustig irgendwie. Aber. Hey, nein! Jetzt sterbe ich. Sag ich dir ja nicht, dass du schon wieder nach oben. Doch, ich bin schon wieder. Aber, hey, ich hab's überlebt. Verlierst du irgendwie Leben oder Rüstung oder irgendwas? Leben habe ich verloren. Ich habe nur noch so ein Futzer Leben jetzt. Vielleicht erst teilen und dann das Ding wieder in die Hand nehmen. Ja, ich will es auch gerade machen. Warte kurz. E-Inventory. Ich habe keine Aloe Vera. Das ist jetzt blöd und keine Medikamente. Hase, bleib da. Siehst du jetzt, ist der Hase einfach so ein. Nee, jetzt Hase. Ich glaube, ich höre schon wieder Stampfen. Das ist not good. Aber die Kleinen waren weg, weil da waren echt viele Kleine. Das kannst du echt glauben. Da waren ultra viele Kleine. Ich wäre schon paranoid und habe immer das Gefühl, dass du Schritte hörst. Und schreien und oh, dampfen. War der jetzt Medic? Nee, das war jetzt nur. Ah, Luch, habe ich dich. Ich brauche unbedingt was zum Futtern, ne? Alter, jetzt bin ich zum dritten Mal ins falsche Haus gegangen. Ja, das höre ich auch öfters. Matt. Was? Ja, Essen. Das ist schon mal gut und jetzt muss ich. Ich muss jetzt was essen, das hilft einfach nicht. Ah, ich hab doch vorhin die. Ah, ne, halt, wir haben neu geladen. Alter, unsere Rationen gehen auch extrem nach unten. Wieso? Ja, weil wir kaum was Neues jagen. Ganze Zeit. Also, ich häng regelmäßig was hin. Erstmal ein Reh, drei Dinger, jetzt dann der zweite Luch. Also, und ich esse zurzeit eigentlich nur die ganze Zeit die Vögel. Hm. Ach, ich habe ein Reh verloren. Achso, ich wollte so ein Ding. Ach nee, ich habe so ein Ding mitgenommen, ne? Ich mache hier lieber mal zu. Alter, ich esse Vögel, aber ich. Tja. Ach ja, wenn du Steuerung gedrückt hältst. Dann ja. Kriegst du zwar, aber du kannst das gleiche Ding immer wieder bauen. Du musst okay. Halt immer wieder B drücken. Okay. Das habe ich auch bei den Spikes gemacht, weil sonst. So, ich speichere mal kurz. Das ist schon mal fertig. Man weiß ja nie. Oh, ich höre auch die ganze Zeit diese Schritte, ne? Irgendwie. Ja, richtig paranoid. Das war jetzt, glaube ich, das erste Mal so richtig in der Staffel 2, dass wir neu geladen haben, oder? Ja. Abgesehen davon. Ja, davor war es ja noch vertretbar.
Ja, ich glaube, wir haben einmal neu geladen, weil wir beide ins Feuer gelaufen sind oder sowas. Irgendwie sowas haben wir mal gemacht. Ich weiß gar nicht, ob wir da neu geschaltet haben. Ich weiß es gerade auch nicht so richtig. Also ich weiß, dass du auch mal reingelaufen bist und wir nicht neu gestartet haben. Ja, weil ich gesagt habe, wurscht, ne? Ist jetzt egal. Aber ich glaube, bei dir haben wir einmal neu gestartet. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich habe ein Reh. Oh nein, lasst mich doch die Holzdinger da wenigstens hinbringen. Lasst mich in Ruhe, lasst mich in Ruhe! Lasst mich in Ruhe, la la la. Oh shit. Wir werden angegriffen. Ja, ich bin schon. Lol. Oh, es sind nicht weniger, ne? Also ich glaube, bei mir sind gerade zwei. Jawohl! Bei zwei sind verreckt durchfallen. Sehr gut, die anderen zwei sind bei mir noch. Einer läuft zum... Ah, der dritte ist verreckt durchfalle. Sehr nice. Der andere ist am Boden. Oh, oh, da ist noch einer gekommen. Eine. Sie. Oh, da nochmal eine. Kommt die davon leider her? Und dem habe ich einen Headshot gegeben. Bass. Bam. Jetzt habe ich 1, 2, 3, 4. 4 Leute hier. Ohne gekämpft haben. Großartig. Nice. Nein! Was hast du denn jetzt gemacht? Ein Bein reingelegt. Oh Mann! Warum tust du jetzt sowas? Ein neues Lagerfeuer bauen. Also, das ist falsch. Schön mittig, nicht zu nah an so ein Ding, ne? Wegen, du weißt schon. Ja, komm mal kurz her, dann kannst du es ja bestätigen. Obwohl, das sieht ja nicht. Ja, das kriegst du doch auch hin, oder? Sieht gut hin. Voll geil. Ja, zwei sind durch die Ding gestorben? Nimm Steine mit. Was Steine? Ja, fürs Lagerfeuer. Toll, weißt du, jetzt finde ich gerade keine Steine, ne? Ein Stein! Ne, ich finde keinen Stein! Ich laufe die ganze Zeit. Lol, ach hier, jetzt. Oh, lol. Ich bin gerade Ja, ich hab's auch wieder Steine gefunden. Passt. Ja, wo bin ich? weil das gerade geleckt hat bei mir, wie kacke. Ich bin so belästig mit einem Schwung nach vorne und da habe ich irgendwie gerade voll die Übersicht verloren. Hier habe ich noch einen. Alter. Da draußen leben immer noch welche, die da rumlatschen. Uns das Leben schwer machen wollen. Wenn jetzt hier so zufälligerweise ein Vogelball verfliegen. Sehr, sehr nett. Da, 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 da. Stein. Spinne. Wir müssen vielleicht öfter mal dran denken, vielleicht das Seil zu holen. Dann könnte man hier die restlichen Fallen fertig machen. Ja, vorhin beim Kampf habe ich es, glaube ich, geholt, aber... Aber, merkst du, die haben nicht angegriffen, also dieses fette Angriff-Ding, das kam jetzt nicht, ne? Ich verschreie es jetzt nicht. Sorry. Aber die haben uns... Ich sag mal, wenn die Mutanten ja außerhalb von der Sie... ...managen, aber ich hab so Angst um... Also mit dem Turm wäre ich kacke. Die Mauer hätte ich ja noch akzeptiert, ja? Ja. Aber der Turm, no. Nee. Nee. No way. So ist hier alles kaputt. Ah,
Hallo, hier wird doch was gut angezeigt. Hammer in die Hand und... Heck ist es. Willst du mich verpfennen? So. Hä? Bist du mit dem Wagen hierher gefahren? Hast diesen einen Baumstamm geholt? In den Wagen gelegt? Ja, ich habe ja gesagt, ich hole einen zweiten Wagen und das war halt so einer da. Ja, perfekt. Ja, aber sowas lernt man, ne? Also wenn dir sowas passiert, dann, wisst ihr, jetzt merken, lernen wir sofort, es sind doch notwendig, die fetten Dinge, ne? Die fetten Spikes. Ich hoffe, dass die was bringen, ne? Ja, wäre nicht schlecht, ne? Geil wäre natürlich, wenn die dagegen laufen, dass das richtig Damage macht auch. Das würde ich mir halt echt wünschen, aber ich habe Angst, dass das nicht funktioniert. Weil du siehst, andere Bugs sind auch noch im Spiel drin. Ja. Was heißt Bugs? Halt einfach. Ja. Feature nicht aktiviert. Nein, jetzt lass mich doch in Ruhe. Ja, bitte mit dem Baum. Oh Mann. Direkt neben ihn umgekippt, aber nö. Lala, ich ignoriere ihn einfach und sammle Holz ein. Oh, du hast die Falle nicht aktiviert. Oh, das war ein Headshot. Ja, das war ein Headshot, perfekt. Jetzt haben wir unbedingt was essen jetzt. Zack. Ach, ich habe ja das Reh gefangen. Ich habe wieder 3 große Fleischstücke. Aufhängen. Sofort aufhängen, bevor wir es vergessen. Aufhängen. Jo. Bin schon dabei. Alter, das sieht doch ganz gut aus hier. Was hast du denn? Keine Panik hier. Ach. Oh, jetzt hast du viel gebracht. Gott sei Dank. Irgendwie haben wir immer einen Baumstamm zu viel. Doof. Ja, das ist irgendwie blöd, das stimmt. Oh Mann! Einer ist noch drüben. Aber jetzt machen wir erst das fertig, genau, ich wollte gerade sagen. Gar nicht gesehen. Oh. Genau, und dann. Ja, hier, einmal frei. Eigentlich müsste es doch ultra stark sein, wenn wir jetzt davor auch nochmal solche Dinge hätten. Dann wäre das ja dreimal gesichert. Ja, blöd gesagt. Ja, ich sag mal, es ist vielleicht jetzt ein Bauprojekt, das wir machen. Müssen langsam, weil jetzt sind wir wahrscheinlich so weit. Ich mag jetzt mal gucken, wie viele Tage haben wir denn jetzt eigentlich? Wir gehen schon Richtung 80 Tage. Tage überlebt, 75, ja. Momentaner Zustand gut. Ja, es haben wir viel schön gebaut, aber ich glaube, es ist wieder was für Sicherheit. Also jetzt Fallen... Verteidigung.
Wir können auch hier in diesem großen Gebiet davor auch eigentlich so Baumstamm fallen und was weiß ich denn dann. Und Spikes und ach, whatever. Jetzt müssen wir erstmal. Halt ich tau jetzt erstmal. Das Seil hier rein. Ja, im Norden sozusagen. So. Von unserer Siedlung, da würde ich da jetzt erstmal Prio setzen, weil da kommen eigentlich die meisten Angriffe. Weil von unten greifen sie eigentlich. Ja, eher weniger an, ja. Da locken wir die Wände dann eher hin. Aber meistens von oben, von dem Wald, da hast du vollkommen recht. Komm, ein Stein! Yay! Yay! Schön. Ah, der eine Baumstamm. Ich wollte gerade sagen. Wo war der? Wenn ich den noch finde. Ach, und genau, eine Leiche war da auch noch. Kannst du mitkommen? Dann nimmt einer die Leiche und einer den Baumstamm. Ja, Moment. Ich habe das Seil gerade untergebracht. Come to me, my friend. I'm coming, I'm coming. Oh, wieder 40 Minuten. Fuck, ich habe vorher noch drauf geschaut und gedacht, haben wir noch genug Zeit? Na. Ich habe vor 5 Minuten drauf geguckt und ich habe gesagt, ach, noch 8 Minuten, schon 8 Minuten. Was? So drauf geguckt und dachte, ach, wir sind erst bei 8 Minuten, da können wir noch lange spielen. 5 Minuten später gucke ich drauf, 36 Minuten. Ja, ist verkackt. Ja, weil wir neu geladen haben und so. Das hat so raus. Shit. Dann ist der auch fertig. Ach, schön. Ich hätte gerne so ein schönes Thumbnail und er steht da mit so einem Typen auf der Schulter. Toll. Was denn? So großes Foi-Foi. Foi-Foi. Also ich trau mich irgendwie gerade. Ich hock mich lieber auf die Rückseite von der Bank. Ach. Bisschen Rückenwärme. Das musst du aber fast mal ausprobieren, ne? Speichern und dann ausprobieren. Ja. Oder wenn ich keine Rüstung habe oder was weiß ich. So, aber ich darf sagen. Speichern. Speichern? Ja. Speichern. So, dann beenden wir die Folge und sehen uns in der nächsten wieder, würde ich sagen, oder? In der Tat, genau. Dann danke fürs Zuschauen und tschüss.